ein Mist! Jetzt habe ich es verpasst. Jetzt sind mir die Kurse davongelaufen. So oder so ähnlich sind die Gedanken vieler Anleger im Moment. Was ist passiert? Seit dem Überschwappen der Corona-Pandemie von China auf Europa nach Amerika sind die Kurse richtig in den Keller gerauscht. Der DAX, ich mache es am DAX fest, weil es in Deutschland der bekannteste Aktienindex ist, ist innerhalb von weniger Wochen in die Tiefe gerauscht. Mitte Februar war so das bisherige Allzeithoch bei etwa 13.800 Punkten und dann ging es Ende Februar innerhalb von 14 Tagen ganz schnell nach unten auf etwa 8.250 Punkte. Und dann im fast gleichen Atemzug wieder sehr, sehr schnell nach oben auf im Moment etwa knapp 13.000 Punkten, gut 12.500 Punkte. Und mit dieser schnellen Erholung, da hätte kaum jemand gerechnet. Denn es ist ja immerhin eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg, die uns erfasst hat. Und die Stimmung in den Unternehmen, die ist noch eine ganz andere. Da ist Erholung noch in weiter Ferne. Viele haben noch mit der Produktion zu kämpfen, mit Lieferkettenproblemen, vor allen Dingen aber mit Absatzproblemen. Und dann diese schnelle Erholung, diese hohen Bewertungen. Das passt für viele nicht zusammen und viele Analysten rechnen damit, dass es auch wieder deutlich nach unten geht. Vielleicht sogar zu neuen Tiefs. Niemand weiß es. Im Handelsblatt habe ich neulich eine Überschrift gelesen, die da lautete, sinngemäß, das ist die am meisten gehasste Aktienrallye ever. Weil es eben so schnell nach oben ging, und weil viele eigentlich nachkaufen wollten, denen die Kurse richtig davongerauscht sind. Niemand weiß, wie es weitergeht. Natürlich kann es nochmal deutlich nach unten gehen, vielleicht auch zu neuen Tiefs kommen. Das hängt viel von dem Virus ab. Kommt es zu einer zweiten Infektionswelle? Wie, wenn ja, wie drastisch wird sie? Wie tief ist die Rezession? Wie ist das Käuferverhalten? Wirtschaft ist immer auch zumindest 50% Psychologie. Sind die Menschen in Kauflaune? Geben sie schnell wieder Geld aus, weil sie raus wollen nach diesem Lockdown? Oder herrscht die Angst vor Arbeitsplatzverlust, Angst vor ja, negativen Auswirkungen, Vermögensprobleme, Gehaltsverzicht? All das kann man schwierig abschätzen, wie sich die Käufer verhalten. Auf der einen Seite gibt es natürlich auch diese enormen Zahlungen der Notenbank und der Staaten, die Billionen weltweit in die Märkte pumpen. Auch das spricht natürlich schon für eine relativ schnelle Erholung. Und das ist ja auch ein Grund, warum die Aktienbörsen so steil nach oben gerauscht sind, weil die Notenbanken, weil die Staaten so schnell reagiert haben und Summen in die Märkte gepumpt haben, ja, die noch vor einem halben Jahr unvorstellbar waren. In der letzten Finanzkrise, wenn jemand gesagt hätte, solche Summen bräuchten wir, die müssen jetzt in die Märkte gepumpt werden, dann hätten ihn viele für verrückt erklärt und gesagt, das bringt die Staaten in die Überforderung. Das hält kein Staat aus, die Verschuldung, die damit verbunden ist. Und jetzt wird's gemacht. Und das ist eben die große Hoffnung, dass dieses Geld wirksam wird und dass es zu dieser schnellen Erholung kommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Zeichen, dass die Zinsen wohl für lange Zeit niedrig bleiben werden und damit Anlagealternativen schwierig zu finden sind. Und das ist schon ein Grund, warum so viele jetzt so schnell in die Märkte investiert haben und diese Aktienkurse so in die Höhe gerauscht sind. Wie nachhaltig das ist, ist eine andere Frage. Und dazu kommen natürlich auch technische Faktoren. Leerverkäufer, viele haben ja auf fallende Kurse gesetzt. Sie haben als Leerverkäufer agiert oder als Shortseller, also Instrumente, Finanzinstrumente gekauft, die bei fallenden Kursen steigen. Und das heißt aber, wenn die Kurse steigen, dann entstehen Verluste. Und da haben viele dann peu à peu diese Shortseller, diese Leerverkaufspositionen aufgelöst. Sie mussten dann nachkaufen und das hat auch diesen Anstieg der Kurse befeuert. Und dazu kommen natürlich auch
immer mehr Robo-Advisor, immer mehr automatisierte Handelssysteme, die nach Trend, nach Algorithmen programmiert sind und die solche Trends dann eben auch nochmal zusätzlich anheizen, wenn bestimmte Schwellen überschritten werden, werden neue Zukäufe ausgelöst. All das hat eben zu diesem Anstieg beigetragen. Aber niemand weiß, wie es weitergeht. Und da fällt mir ein sehr, sehr kluger Satz von Warren Buffett ein, der mal gesagt hat, ich kenne die Kurse von morgen nicht. Also mache ich mir auch keine Gedanken darüber. Das ist verlorene Zeit. Und genauso handle ich auch. Ich habe mir ein System über die letzten 35 Jahre entwickelt, nachdem ich bei jeder Krise vorgegangen bin. Grundsätzlich kaufe ich immer nach meiner Aktienbewertung. Die Unternehmen, von denen ich überzeugt bin und wenn sie nach meiner Bewertung günstig sind, dann kaufe ich. Und solche Unternehmen findet man immer, unabhängig ob gerade Krise ist oder nicht. Aber natürlich findet man mehr, wenn Krise ist. Und natürlich nutze ich als antizyklischer Investor auch gerade solche Rückschläge, weil sie mir langfristig unheimlich Rendite steigernd wirken. Deshalb, bei mir ist eine große Krise so bei etwa Kursrückschlägen von 30%. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Ich kaufe immer in die Krise rein, nie aus der Krise raus. Das machen viele nicht. Für mich hat es aber immer den Vorteil gehabt, dass ich wirklich jede Krise für günstige Nachkäufe nutzen konnte. Ich habe im großen Stil nachgekauft, also als es so um die 30% nach unten ging, also so bei etwa 10.000 Punkten. Und dann habe ich mir überlegt, Indexpunkte anhand von Indizes, ich mache es wieder am DAX jetzt fest, wann ich nachkaufe. Und ich habe mir überlegt, ich würde so bei 9.000 nachkaufen, bei 8.000 nachkaufen, bei 7.000 und so weiter. Und irgendwann ist mir dann mein Geld investiert und ich bin komplett investiert. Ich habe so gemacht, bei 10.000 das erste Mal flächendeckend gekauft, bei meinen Unternehmen natürlich nachgekauft und dann wieder bei 9.000 und 8.000 Punkte habe ich nicht erreicht. Ich habe also dann bei gut 9.000 nochmal nachgekauft und dann wieder so bei gut 11.000 Punkten. Und jetzt habe ich noch Geld übrig, das ich nochmals einsetzen könnte, wenn die Kurse runterrauschen, nochmals. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob ich ein Tief erreichen könnte oder nicht, das ist reiner Zufall. Ich will immer profitieren, wenn es nach unten geht. Und deshalb kaufe ich immer in die Krise rein. Viele wollen aus der Krise rauskaufen und da ist mir ein Kommentar in Erinnerung, den mir mal, ich glaube bei diesem Video, wo ich schon mal drüber gesprochen habe, dass ich in die Krise reinkaufe, da hat mir mal jemand geschrieben, ich bin doch nicht blöd, ich kaufe doch nicht jetzt, das ist mir viel zu unsicher. Ich warte ab, bis es einigermaßen sicher ist, dass die Kurse wieder steigen, also konkret, bis ein Impfstoff gefunden ist. Tja, und wenn sich dieser junge Mann dran gehalten hat, dann hat er nicht nachgekauft. Und wenn ich mir vorstelle, was passieren würde, wenn jetzt die Meldung käme, es ist tatsächlich ein Impfstoff gefunden, dann wird es nochmal deutlich nach oben gehen. Und damit hat man keine Chance, nach dieser Strategie von diesen Kurseinbrüchen auch wirklich zu profitieren, weil man zu lange wartet. Weil es aus einem Tief heraus relativ schnell geht. Nicht immer so schnell wie dieses Mal. Also das ist schon sehr, sehr überraschend. Da gibt es eben den Satz, was schnell fällt, erholt sich auch wieder schnell. Wie nachhaltig ist eine andere Frage. Aber das Problem ist immer, wenn man abwarten möchte auf ein Tief und dann auf positive Meldungen, bis sich die Stimmung wieder erholt, dann ist man meistens zu spät dran, denn die Börse ist immer im Voraus. Im Schnitt so ein halbes Jahr rechnet man. Also im Moment spielt die Börse den Gedanken, dass es Ende des Jahres, spätestens 2021 am Anfang, wieder deutlich besser läuft mit der Wirtschaft. Dann wären diese Kurse etwa gerechtfertigt. Wenn es länger dauert, wird es natürlich wieder nach unten gehen. Wenn eine zweite große Pandemiewelle kommt, kann es natürlich auch wieder deutlich nach unten gehen. Und wenn die Rezession deutlich stärker, deutlich schlimmer wird, dann eben auch. Wirtschaft ist zu 50% mindestens Psychologie. Es hängt an den Käufern.
In welcher Kauflaune sind sie nach diesem Lockdown? Gehen die Menschen jetzt raus und sind in Kauflaune und sagen jetzt endlich, ich kann wieder raus, ich will jetzt wieder shoppen, ich will ja wieder einkaufen, ich will wieder in Urlaub fahren, ich will wieder aktiv am Leben teilhaben, dann wird die Erholung deutlich schneller gehen. Wenn die Mehrzahl der Menschen sagt, ich warte jetzt mal ab, denn ich weiß nicht, wie sicher mein Arbeitsplatz ist. Ich weiß nicht, auf wie viel Gehaltskürzungen noch auf mich zukommen. Also wenn dieser Pessimismus vorherrscht und diese Vorsicht, die Leute nichts kaufen, dann kann es nochmal deutlich schlimmer werden und die Rezession nochmal deutlich länger dauern. Das ist ja immer die große Debatte. Kommt es zu einem V, also einem schnellen Niedergang und einem ebenso schnellen Wiederanstieg? Kommt es zu einem U, schneller Niedergang? Dann eine Phase, wo es unten bleibt und dann ein schneller Anstieg. Oder kommt es gar zu einem L, schneller Niedergang und dann bleibt es lange unten, ein langes Sichtum, bis es endlich wieder nach oben geht. Das weiß man immer erst im Nachhinein. Deshalb, ich mache mir darum keine Gedanken. Ich halte mich an den Satz von Warren Buffett. Ich investiere immer stückweise nach meiner Bewertung und ich kaufe immer in die Krise rein. Ich greife immer in ein fallendes Messer, wenn Sie so wollen. Das ist ja auch so ein Satz. Bei mir hat sich es immer ausgezahlt, in das fallende Messer zu greifen, denn sonst hätte ich zu lange gewartet. Und das ist das große Problem. Ich erinnere mich an Seminarteilnehmer, die vor der Krise sagten, wenn doch nur eine Krise käme. Ich würde so gern in Aktien investieren, aber mir sind die Kurse zu hoch. Wenn es doch einfach mal nach unten ginge, dann würde ich nachkaufen. Das Problem ist nur, das fühlt sich dann nicht gut an. Denn es geht nicht nach unten, wenn rosarote Stimmung herrscht, wenn alles in Ordnung ist. Es geht nur nach unten, wenn Krisenstimmung herrscht. Die Leute verkaufen ja nur aus Angst, aus Panik, aus Verzweiflung, weil sie damit rechnen, dass es nochmal deutlich weiter nach unten geht. Und das ist bei jeder Krise so. Und je weiter es nach unten geht, umso vorsichtiger werden die Menschen, umso ja, größer die Krisenstimmung. Und das spielt sich genauso in den Medien wieder. Eine Sondersendung hat damals die andere gejagt. Eine Negativ-Schlagzeile die nächste. Und das führt eben zu dieser Negativspirale, wo Menschen immer mehr verunsichert werden und dann eben doch nicht kaufen und dann abwarten, bis die Stimmung besser wird. Nur ganz ehrlich, Journalisten schreiben, dass man in Aktien wieder investieren sollte, wenn schon relativ sicher ist. Denn es geht ja um ihren Job. Sie wollen ja nicht nachgesagt bekommen, sie hätten Anlegern was Falsches empfohlen. Lieber auf Nummer sicher gehen, ist da die Devise. Und genau daran halten sich viele. Wenn Journalisten schreiben, dass man wieder Aktien kaufen sollte, ist die Krise schon vorüber. Und dann sind die Kurse schon wieder relativ hoch. Dann hat man von günstigen Nachkäufen eben nicht profitieren können. Deshalb mein Tipp, kaufen Sie in die Krise rein. Und lassen Sie sich von anderen Meinungen, von anderen Medien nicht so sehr beeinflussen. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Bewerten Sie Unternehmen. Wenn Ihnen dazu die Erfahrung fehlt, wenn Sie kein Bewertungsmodell haben und auch nicht wissen, was dahinter steckt, in meinen Seminaren, da arbeiten wir das ganz konkret durch, Stufe für Stufe, sodass sich Sie selbst ein Bild von einem Unternehmen machen können und sich für sich selbst eben auch so Kaufpunkte überlegen können, wann wäre für mich ein günstiger Kauf dieses oder jenes Unternehmens und dann einfach dran halten. Und wenn es weiter nach unten geht, dann einfach so Indexpunkte festlegen, zu denen man dann kauft, Augen zu und durch, langfristig hilft es Ihnen. Auch wenn niemand weiß, wie es weitergeht. Was ist meine Empfehlung jetzt? So weitermachen wie bisher. Wenn ein Unternehmen günstig bewertet ist und viele zyklische Unternehmen sind immer noch günstig bewertet, dann kaufe ich. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich laufe den Kursen nicht hinterher. Da gibt es auch einen Spruch. Lauf niemals einer Straßenbahn hinterher. Die nächste kommt bestimmt. Und so ist es mit Kurseinbrüchen auch.
Es werden auch wieder Einbrüche kommen und auch dann wird es wieder Kaufgelegenheiten geben. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen trendzyklisch handeln, dass sie eben dann kaufen, wenn viele kaufen, wenn gute Stimmung herrscht. Die meisten kaufen zu hohen Kursen. Woher ich das weiß? Weil nur dann die Kurse steigen, wenn viele Menschen kaufen. Und sie steigen umso höher, je mehr Menschen kaufen. Und wenn es nach unten geht, ist es genau umgekehrt. Die meisten Menschen verkaufen zu tiefen Kursen. Weil nur das zu tiefen Kursen führt. Umso mehr verkaufen, umso tiefer die Kurse. Es ist ganz einfach. Aber immer daran erinnern, auf der Gegenseite steht auch immer ein antizyklischer Investor, der dann kauft oder verkauft, eben genau das Gegenteil macht. Und mir hat diese antizyklische Strategie langfristig immer geholfen. Die Medien sind immer voll von der Masse. Und deshalb ist es schwierig, wenn Sie sich immer nach Medien orientieren, nach Schlagzeilen, nach Stimmungslagen, dass Sie günstig kaufen können. Wenn Sie den Kursen nachlaufen, verpassen Sie immer diese günstigen Gelegenheiten und können keine so hohen Renditen erzielen, weil Ihre Kaufpreise eben deutlich höher sind und damit die Rendite begrenzt. Das ist meine Empfehlung an Sie, sich möglichst ein eigenes Bild zu machen, sich fernzuhalten, sich Unternehmen anzuschauen, zu analysieren und dann selbst handeln und auch wirklich nach eigenen Überzeugungen, nach eigenem System dabei bleiben und nicht aus Angst und Panik dann wieder nicht zu kaufen und wieder abzuwarten. Wie handeln Sie jetzt? Wie ist Ihre Meinung? Würde mich auch mal interessieren. Was denken Sie, wie es weitergeht? Wird es jetzt auf dem Niveau bleiben mit Schwankungen, mit mehr oder weniger kleinen Schwankungen? Oder wird es nochmal zu einem deutlichen Einbruch kommen? Sehen wir vielleicht sogar neue Tiefs? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Mich würde es interessieren. Andere können vielleicht davon profitieren. Und wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, weil so mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie künftig kein Video mehr verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren.